Hallo, mein Name ist Fabian Walz, bin Monteur bei der Firma Lemmermann und ich zeige Ihnen heute, wie man unsere Glemmblisse PL22.5 montiert. Als Werkzeug benötigen Sie eine Schere, einen 2,5 mm Imbus und gegebenenfalls einen Schlitzschraubenzieher, um die Bürste einzuziehen. Das Plissé wird bei Ihnen zerlegt angeliefert. Man legt sich die Einbaurahmenprofile richtig angeordnet auf den Boden, steckt ihn zusammen und verschraubt sie mit einem 2,5 mm Imbusschlüssel. Danach nehmen Sie die mitgelieferte Bürste und ziehen Sie sich mit Hilfe des Schraubendrehers in die Außennut in den Einbaurahmen hinein. Schneiden Sie die überstehende Bürste mit einer Schere ab. Danach stecken Sie die Einhängewinkel in die vormontierten Schuhe hinein. Jetzt können Sie den Einbaurahmen in das Fensterelement reindrücken. Dabei ist darauf zu achten, dass die Laufschiene mit den Entwässerungsbohrungen unten liegt. Steht der Einbaurahmen fest im Fensterelement, nehmen Sie das Plissé-Paket und stellen Sie sich das in den Einbaurahmen hinein. Entfernen Sie die Klebebänder, die das Plissé zusammenhalten. Drücken Sie die Gewebeseite zuerst in den Einbaurahmen. Hierbei ist auf die Öffnungsrichtung zu achten und wo bei der Plissé oben ist. Das ist mit einem Upside-Aufkleber gekennzeichnet. Drücken Sie das Anschlagsprofil für das Magnetband in die gegenüberliegende Seite in den Einbaurahmen hinein. Darauf ist zu achten, dass die Schnüre parallel laufen und nicht ineinander verdreht sind. Ist das Magnetband fest in den Einbaurahmen drinnen, ziehen Sie das Magnetband heraus und hängen das Magnetband an die Zugschiene. Dabei ist auf die Magnetpolung zu achten. Nehmen Sie einen 2,5 mm Imbusschlüssel, spannen Sie die Schnüre. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schnüre nicht zu stark gespannt werden. Es reicht aus, wenn die Schnüre beim Auf- und Zuschieben nicht mehr durchhängen. Machen Sie einen Funktionstest und gegebenenfalls nochmal nachspannen. Wenn die Zugschiene nicht parallel seitlich zum Einbaurahmen läuft, gegebenenfalls nochmal auf einer Seite die Schnüre nachspannen. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Sie nehmen sich das Magnetband von der Zugschiene und drücken das wieder in den gegenüberliegenden Einbaurahmen hinein. Das war's dann auch schon mit dem Einbau unseres Plissés und dann viel Spaß mit unserem Produkt.